The Mufti was sent to the Balkans, where he raised a Bosnian Muslim SS division. Er unterhielt mehrere SS-Einheiten, wie zum Beispiel die Hanschar-Division, die theoretisch aus kroatischen Offizieren bestand, wo aber Muslime den ranghöchsten Teil bildeten und wo man Rekruten aus der ganzen Welt fand. Ich war total erstaunt, dass der Großmufti von Jerusalem eine Panzerdivision bosnischer Muslime aufstellte, um an der Seite der Waffen-SS zu kämpfen. Die fanatisch-muslimische Welt und Hitler waren beide der Meinung, dass es keine andere Ideologie außer der ihren geben könne. Das umfasste alles. Ein weltliches Dogma wie das der Nazis ist weniger gefährlich als dieser Islamofaschismus, den man heute sieht. Es ist weniger gefährlich, weil der Islamofaschismus religiöse Aspekte hat. Er sagt, der allmächtige Gott befiehlt uns, es zu machen. Nicht der Führer. Deshalb ist er gefährlicher. Er versucht, sich in 55 muslimischen Ländern auszuweiten und hat möglicherweise eine Erfolgsquote von einigen Nazi-Deutschlands, wenn man diese Leute machen ließe. Sie wollen das Christentum besiegen. Sie wollen das Judentum besiegen. Islam is superior than the Jews, than the Christians, than the Buddhists, than the Hindus. The only deen Allah accepts is Al-Islam. And whoever seeks any other deen apart from Islam will never be accepted. And you may say to yourself, no, 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 they're innocent. No kafir is innocent. Zwei Explosionen innerhalb weniger Minuten vor zwei Kirchen in Bagdad, während die Gläubigen drinnen beteten. And you too will meet your destruction, because Allah's religion will prevail on this earth. They want to spread Islam in their own way. أن الله عز وجل أوجب علينا أن ننشر هذا الدين في الأرض كلها. It's very clear. Es ist sehr klar. Wir haben es viele Male schon gehört von vielen muslimischen Führern. Sie wollen die Welt islamisieren. أيام انقلاب، أيام جهانی است. در جغرافیا و زمان محدود نمی شود. تردید نکنید که انشاءالله اسلام همه کجاها رو فتح خواهد کرد؟ همه قله های جهان رو فتح خواهد کرد. قد حكمنا الدنيا وسياتي يوم والله نحكم فيه كل الدنيا. سياتي يوم نحكم فيه امريكا. سياتي يوم نحكم فيه بريطانيا ونحكم فيه كل العالم. Radical Islamic groups want to see the world unified under Islam. It's only a matter of time until we rule Earth, until we control Earth. One day, this very flag will fly over the Parliament in London. We will see this flag that will fly over the White House. And we will see the Black House, the Kaaba, will take over the whole world. Islam to the world. You will take over USA. You will take over UK. You will take over Europe. You will defeat them all. You will get victory. You will take over Egypt. We trust in Allah. Indeed, there is He who sent His messenger, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, with the deen of Haq, with Islam, to dominate all over other religions, to dominate the United States, to dominate the world, even though the non-Muslims may hate it. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam must control Earth, whether we like it or not. It's a promise from Allah subhanahu wa ta'ala. It's a promise from Rasulullah subhanahu wa ta'ala.